Die 10 Zeichen der Wiederkunft Jesu Christi. Erkennt sie ihn, damit ihr nicht auf einen falschen Christus hereinfallt. Erstes Zeichen vom Himmel herab. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das zweite Zeichen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wir bleiben bei dem gleichen Vers. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und das dritte Zeichen, nochmal der gleiche Vers. Auf den Wolken des Himmels. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und damit kommen wir direkt zum vierten Zeichen. Mit seinen Engeln, Matthäus 16, Vers 27. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Und das fünfte Zeichen, persönlich, Apostelgeschichte 1, Verse 9 bis 11. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe da, standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und steht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und das sechste Zeichen, sichtbar, Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Und das siebte Zeichen, hörbar, Thessalonika 4, Verse 16 und 17. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und genau auch Zeichen Nummer 8. Er wird die Erde nicht betreten, wurde in diesen beiden Versen gerade genannt. Da kommen wir direkt zu Zeichen Nummer 9. Himmel und Erde werden vergehen. 2. Petrus 3, Verse 10 und 12. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Da werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Die Hoffnung der Gläubigen und ihr heiliger Wandel, Warnung vor der Verdrehung der heiligen Schriften. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihn entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Und das zehnte Zeichen vom Osten, Matthäus 24, Vers 27. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und dich ein bisschen aufklären bei diesem Thema. Und mich würde es wirklich freuen, wenn du diesem Video ein Like geben würdest, mich abonnierst und es vielleicht mit Bekannten, Freunden und Familie teilst. Oben rechts mein letztes Video. Mich würde es wirklich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen.